Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein ganz besonderes Video und zwar habe ich eine Überraschung für euch alle. Es geht um... Sollen wir es einfach zeigen? Komm, wir zeigen es einfach. Wir haben Autogrammkarten. Nicht von mir, sondern von den Dackelhunden natürlich, denn das sind die wahren Stars von hier. Und aus dem Grund muss eine Autogrammkarte auch immer unterschrieben werden. Ja, das müssen die Stars mal eben durchführen, würde ich sagen. Ja, egal, wir machen noch ein bisschen Grün dazu. Komm mal her, Luti. Oh, guck mal. Aber Giftgrün. Luti lässt sich das. Luti ist doch der heimliche Star. So. Und Lutis Foto. Ja. So, und damit wir nicht jetzt hier noch 100 Jahre brauchen, um die einzelnen Pfoten drauf zu stempeln, haben wir uns gedacht, packen wir jetzt alle Karten hier auf den Boden. Das machen wir jetzt ganz einfach so. Bis wir hier den ganzen Boden voll haben. Und dann lassen wir die Hunde hier einfach langlaufen mit den Fotis. Alles klar. So. Zeigt, wie schön eure Fotis. So, Lutti. Funktioniert auch gut. So. Nicht so weit. Ja. Die brauchen hin und wieder mal einen kleinen Farberneuerung. So, Pina, kleiner Boxenstopp. In die Box. Neue Felgen drauf und wieder markieren gehen. Genau. So, Luti, so. Luti ist nicht so begeistert von der Farbe. Aber wenn ich mal so drauf achte jetzt, fast jedes hier hat schon einen Fleck, ne? Und ein Autogramm ist, wie wir wissen, muss immer ein bisschen schwer erkennlich sein. Kein Autogramm sieht aus wie das andere. Und ich finde, das hat doch irgendwie was. Also, wie machen wir das jetzt eigentlich? Wer kriegt so ein Ding? Ich würde vorschlagen, ich kann nicht einfach an alle Menschen schicken, ne? Das heißt, wenn ihr hier vorbeikommt und kommt mich einfach besuchen, kriegt ihr eins. Oder wenn ihr im Online-Shop was über 50 Euro bestellt, dann kriegt ihr auch eins. Also entweder vorbeikommen und Kaffee kassieren und Autogrammkarte mitnehmen oder für einen Fuffi was ordern. Also, ich sag mal, das war ein bisschen anderes Video wie sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Dachshund-Content geht immer. Jetzt würde ich sagen, Dominik hat jetzt erstmal den Auftrag, einen ordentlichen Dachshund-Porn zu machen. Dachshund-Porn. Warte, lasst uns einen neuen Namen ausdenken. Nicht Dachshund-Porn, sondern Dachshund... Wem fällt was ein? Freudenvideo. Dachshund-Freudenvideo. Ein... Supi-Dachshund. Ich finde einfach Dachshund-Party geil. Du machst jetzt einfach eine Dachshund-Party. Dachshund-Party. Danke, ciao. Am Rande, es gibt keinen Hund, der Spielzeuge schneller kaputt machen kann, wie dieser kleine Terrordackel. Ich bin vor ein paar Monaten mal in so einen Fressnapf reingelaufen und habe gesagt, liebe Fressnapf-Mitarbeiterin, geben Sie mir bitte irgendwas, was kein Hund dieser Welt kaputt kriegt. Ja, pass mal auf, da kriegen Sie so einen Kong, da kann ein Bullterrier, da spielt mein Bullterrier schon 6 Jahre mit, der geht nicht kaputt. Ich Kong gekauft, so ein scheiß Gummiding für 12 Euro oder so. Pina gegeben, ungelogen. Keine 3 Stunden, wie lange du das schaffst? 2-3 Stunden, ja. Terminiert.
Quietsche Entchen, jetzt pass auf, ich quieke jetzt gleich und dann füll mal auf Pina oder füll mal besser jetzt auf Pina. Pass auf, sie liebt Quieken. Hallo! Warum ist Pina so jetzt? Oh, ein Finger. Nicht direkt kaputt machen. Was ist hier los, Lucy? Gib her. Lucy kann tanzen, genau. Yeah.